So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test. Ich glaube, wir probieren mal dieses Crimson, aber in etwas hellerer Farbe. Also wir machen erstmal das normale Crimson. Da brauchen wir Rose, Magenta, Red. Hat sich damals echt sowas kompliziert? Ja, ich sag, ich glaube, wir hatten damals Crimson genutzt, aber irgendwie kommt mir so gerade so unwirklich vor. Ist halt, wie gesagt, auch schon 2 Monate her. Wir haben ja auch nichts mehr von der Farbe, so. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Ups. Wobei, wie waren das eigentlich? Warte mal kurz. Warte. Wenn ich jetzt hier das mache und dann das mache und dann das mache und dann das. Wie geht denn das? You need to set the color first. Habe ich doch. Achso, ich muss übernehmen klicken. Da und übernehmen. So. Bam. Und wenn ich jetzt so dann sage. Schwarz. Wir haben schwarz. Wie sagen wir schwarz? Ah. Wir haben schwarz. Gut. Dann. Übernehmen. So, jetzt haben wir 82. Ah, ne. Geht wirklich einfach weg. Der ist ja komplett schwarz. Oh mein Gott, hier viele Texturen. Okay, wir kriegen die Farbe also nicht zurück. Ah, verdammt. Meine Idee war nämlich gerade, dass wir einfach sagen, okay. Vor allem, wie kann man die Farbe wieder rausnehmen? Kann man die Farbe gar nicht entfernen? Digga, einfach schwarz. Wie kann man denn die Farbe rausnehmen? Da gab es irgendwie sowas. So, gab es irgendwie einen Pinsel oder irgendwie so ein Radierer oder irgendwie sowas in der Art? Genau hier. Genau, Seife. Da, das war's doch. Weißer Farbstoff und Apfelbaumblätter. Apfelbaumblätter, Apfelbaum, gib mal her. So. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, auch da kriegt man die Farbe nicht zurück. Ne? Das wäre zu einfach. Wir haben 95. Oh. Wie geht denn das? Ach, kann es sein, dass ich die im Craft-Menü kombinieren muss? Nee, auch nicht. For washing a die out of a piece of dyed armor. Ach, das ist nur für Armor. Och nein. Das ist doch Scheißendreck. Das ist doch Kacke. Oh, verdammt. Na. Ja gut. Ein Glück haben wir nur eins davon gemacht. Danke dafür. Das hat genau nichts gebracht. Gibt's hier irgendwie einen Radierer? Nee, ne? Ne.
kann man die Farbe davon. Gibt's da. Ich warte mal kurz, guck mal kurz hier. Guck mal, hier ist Apply Dye to Connote. Gibt's hier auch. Was mit Remove gibt es gar nicht. Sowas wie Clean gibt es auch nicht. Das ist doch kacke. Use by Palette Usage Guide. Get started. Short Version. Long Version. Das ist die Farben. Darker Not Long Sword. Apply it. I know. Some colors. Simply use it to crafting a sieve. Just like a normal. The airbrush, so right click on the random node, colorize or not, colorable or not. So open the color of the collector, genau. Click on a color. In survival mode, whatever dye you want to paint, this must be somewhere, anywhere in your inventory. In crafting mode, the airbrush on you if you try to paint unpaintable nose. If you're out of the dye you want now. You can also shift right click on a colorized node while wielding airbrush and attempt to figure out. And attempt to figure out what the name of this color is. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Also wie war das? Shift right click. Bumm. Okay. Wenn ich jetzt hier blau übernehme. Ne. Bei Shift rechtsklick passiert genau gar nichts. Mit E. Switching to black for the airbrush to match that note. Das ist doch mal was. Okay. Das heißt, mit dem Wissen gewappnet, dippt, können wir jetzt hier. Rapado. Switching to dark crimson. Also doch crimson. Das sieht ja so anders aus. Holy shit. Hier ist das richtiges Kirschrot und richtig. So ein richtiges Weinrot. Und hier ist es einfach ein Zustand. Das ist also doch das Zeug. Wow. Okay. Wie gesagt, mir war so Crimson in Gedanken, weil ne, das Wort wir damals halt logischerweise ne, oft genutzt hatten. Aber ich hätte halt nie gedacht, dass das wirklich das hier ist. Ich meine, guckt euch doch mal den Unterschied an. Das ist doch wie Tag und Nacht. Like, what the fuck? Digga, was geht? Gut, okay, jetzt wissen wir zumindest, dass es doch das ist. Das heißt, wir bleiben bei diesen Crimson und machen das einfach nur ein bisschen heller. Dark Crimson, okay. Das da unten. Okay. Also dann können wir gucken, ob wir hier zum Beispiel das hier oben nutzen. Also vielleicht ein bisschen sehr hell ist. Andererseits wissen wir ja, dass die Sachen, na, zum einen ne, bei dem Weinrot, dass die Sachen im Echten ganz anders aussehen als hier. Und wir wissen vor allem, dass die Sachen im Echten auch wesentlich dunkler und kräftiger sind. Ne? Weil also diese Sachen, die wir so komplett hell gemacht haben in der oberen Etage, das war ja eigentlich fast weiß. Und trotzdem sieht man die Struktur extrem. Also, deswegen, wir machen es jetzt mal ein bisschen heller und gucken mal, wie es aussieht. Und dann gucken wir mal, ob wir damit glücklich wären. Gut, das heißt, wir brauchen Dark Crimson. Also erstmal Crimson. So, ein Crimson war, wir müssen erstmal rosa machen. Ah, ne, Rose plus Red, Ohr. Das heißt, wir können auch einfach das hier machen. Einmal Magenta, zweimal Rot. Oh, haben wir mal Magenta? Magenta, lass dein Haar herunter. Ja, haben wir. So, das heißt, ja, dort können wir doch das direkt nehmen. Drei Felder.
Oder einmal blau und dreimal rot, vier Felder. Mein Blau haben wir auch reichlich. Ist eigentlich fast egal. Wir nehmen mal Magenta. So, und das war jetzt einmal Magenta, zweimal Rot. Okay, tschüss. So, mein Test. Danke. Okay. Was war es jetzt? Einmal Magenta, zweimal Rot. Achso, hätte ich jetzt machen müssen, bevor wir die Dinger zerstiffen haben, ne? Denn so brauchen wir es wahrscheinlich für jedes Ding einmal Farbe. Hält euch ja wohl Style. Ach, liegt am Arsch. So. Jetzt haben wir nur noch zwei. Ach so, Kacke. Boah, der schießelte Diesel. Rein da. So, jetzt haben wir Crimson. Crimson ist genau das, was wir erstmal probieren wollen. Medium Crimson ist aber kein so großer Unter. Ne, wir probieren jetzt mal das. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Die Dinger einfärben macht halt kaum Sinn. Aber ist aber schon sehr hell, oder? Das ist schon wirklich sehr hell. Ah. Andererseits für einen Tisch. Ich meine, hat schon was von einem Puff, ganz ehrlich, aber ich glaube, ich mache es doch ein bisschen dunkler. Ein bisschen dunkler. Medium Crimson. Ja, doch, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Das ist ein schön kräftiges. Ne, so ein schön kräftiges Rot-Gedings. Gib mal her. Dankeschön. Kann man jetzt noch weiter verdunkeln? Nö, kann man nicht. Naja. So, das heißt, wir müssen jetzt die erstmal wieder alle hier zurück-Dings dann. Achso, geht ja gar nicht. Ich muss jetzt mal Tisch nach da machen. Da kann ich Tisch nach da machen. Geht auch nicht. Ah, ne. Hier rein. Aha, genau. So, dann gibt die dreimal wieder her hier. Bam, bam. Beim. Ja, ich glaube, ist richtig. Und dann jetzt da rein. Das geht nicht. Aber. Warum nicht? Aber ich kann, aber verfluchter Figgy-Pack-Pack. Das heißt, ich muss wirklich da die Dinger erst in Sechzehntel schneiden und muss in jedes Eitel einfärben. Es ist wohl. Das ist schon heftig am Arsch. Vor allem, ich krieg aus den drei jetzt und ich fahre nicht mehr raus. So. Drei Dinger für die Tonne. Komplett. Holz und Farbe. Hier genauso. Kriegt die Farbe nie wieder raus. Einfach schwarzes Feld. Ja, das ist doch Kacke. Vor allem, wie kriege ich hieraus wieder normales Holz? Das muss doch irgendwie gehen. Das muss doch machbar sein. Kannst doch nicht sagen, dass das nicht geht. Kann man die Farbe nicht wieder entfernen?
Gut, gucken wir nochmal hier. And no, you don't get the old die back when you change the color of a node. You need to use give commands. The item name or symbol die color is red, pink, yellow, black. Item names are following format. Die, brightness, hue, situation. Ich meine, ob ich die Farbe jetzt zurückbekomme oder nicht, ist ja egal. Aber die Frage ist ja allgemein, wie ich aus dem gefärbten Holz wieder normales Holz bekomme. Egal, ob ich jetzt die Farbe dabei zurückbekomme oder nicht. Aber allgemein, dass ich wenigstens aus gefärbten Sachen wieder normale Sachen machen kann. Aber scheinbar scheint das hier echt auch nicht zu gehen. Das ist ja interessant. Okay. Gut, das heißt, die vier sind damit für die Tonne. Und wir brauchen noch viel mehr Farben. Huiuiui. Okay, das heißt, wir müssen erstmal überlegen, wie groß wollen wir jetzt den Tisch eigentlich machen. Ich könnte mal sagen, so groß wie der Raum ist, wäre 3x3 vielleicht ein bisschen klein. Ich würde also eher sagen, sowas wie 3x5. Müsste eigentlich reinpassen. Was heißt, wir haben 15 Dinger. So, 15 Dinger heißt Magenta, Blau, Blau. 5 haben wir schon. Achso, genau, wir brauchen. So, gib mir mal 15. Weil wir brauchen ja auch noch 4 für die Füße. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich die mache. Denn die kann ich ja immer nur unter den Blöcken zentriert hinstellen. Bei 3x5 hätte ich dabei kein sauberes Bild. Das würde immer ein bisschen komisch aussehen. Das heißt, ich nehme doch tatsächlich lieber diese. Ich brauche Holz. Diese Sachen, die ich dazu schneiden kann. Wir nehmen also erstmal. Weißt du was? Ich nehme mal die Achtelplatten. Davon brauchen wir 16. Und dann würde ich gerne hiervon 4 nutzen. Was ist das hier zwischen dem? Dem? Achso, die haben eine verschiedene Höhe. Die sind eine 15 hoch. Oh. Hätte ich jetzt bei der Dir genommen. Dann brauche. Hä? Gibt es keine, die 16 hoch sind? Die sind 3 Viertel, also 12 hoch. Hier 14, hier 15, aber gibt es nichts mit 16. Ich meine, gut, ich kann auch einfach die Dinger hier nehmen und dann rotieren. Ich muss ja eh rotieren, von daher. Okay. So, die kann ich jetzt aber alle einfärben. Genau. Das heißt, ach, halt für die Farbe. Ich muss ja erstmal hier draus Dark Crimson machen. Ach ja, ich habe vergessen, dass ich jetzt mal 2 rausbekomme. Oh ja, haben wir ein bisschen Vorrat. Easy. So, hier brauchen wir 2, 3, 4 und jetzt 3, 4, 5, 7, 8, 15. So, wir brauchen auf jeden Fall auch den Schraubendreher. Das wird ein Mammutprojekt. So, und dann haben wir, also da haben wir schon mal den Tisch und dann brauchen wir auch noch 3-mal diese Sitzgarnitur. Home Decor. Das ist voll Hardcore. Das da.
Junge, ich hau dich gleich. Das da. Wolle, Wolle und Wolle. Wolle und Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Lalala. Stecker haben wir schon mal hier. Wolle. Haben wir Wolle? Habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht. Gibt es sowas überhaupt? Wo kriege ich Wolle her? Achso, klar, aus hier Baumwolle. Baumwolle? Aha. So, wir brauchen 3, also brauchen wir 9. Ach nee, war ja so hier. Na, gib mir mal 10. Warum habe ich jetzt 20? Ich habe doch gesagt 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das habe ich viel zu viel davon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Warum geht das nicht? Achso, scheiße, bei der Slaps. Danke. Nee, halt. Ich brauch noch mehr. So, jetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, weg damit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, weg damit, weg damit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Danke, danke, danke. Was? Aber. Warum? Ja, mal gucken, ob es mit der Sprengpistole hier mit der Sprühpistole geht. Kompliziert das alles. So. Hier kommt jetzt. Digga. Okay, was ich vorhabe. Ich würde gerne hier ein Fuß hinstellen. Da einen Fuß hinstellen. Da einen Fuß hinstellen und da einen Fuß hinstellen. Ja, so sehen genau richtig aus. Und darauf ist die Tischplatte, der sieht perfekt aus. Spaß. Ist ja Katastrophe hier. Schraubendreher. Hör damit. So, dann muss ich jetzt mal aufrichten. Geht der gut? Aha. Ah, ja. Aber nicht ganz richtig. Verdammt. Ah, ja, perfekt. Nee. Ich kotze gleich. Ja. Ja, das ist gut. Genau. So, der. Ja. Gott, ist das behindert. Ja, genau. Genau. So, und da kommen jetzt diese Dinger drauf. Mhm. Jawohl. Yep. Perfekt. Ganz schön roter Tisch. Aber gut, das willst du machen. Jawohl, ja. Yep, das ist doch sehr hoch, aber besser geht's halt nicht. So, und jetzt kommst du nach da. Du kommst nach da und du kommst nach. Okay, das sieht ja super behindert aus. Das sieht ja. Super behindert aus. Ja, nur wenn ich die näher ranmache, sieht es auch wieder kacke aus. Ja, nee, so kacke. Der Tisch ist einfach zu hoch. Hm.
Der Tisch ist einfach zu hoch. Von der Farbe her passt das schon zum Fußboden. Zumindest besser als alles andere, was mir einfällt. Der Tisch ist so echt nicht geil. Der können wir direkt wieder abreißen. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Verdammt nochmal. Gut, da müssen wir uns mal unseren nach was anderem umsehen. Was können wir denn noch so machen? Wir können natürlich gucken, ob wir hier raus irgendwas bauen können. Ja, mir fällt, ich glaube, glaube, habe ich ja. Ja, Genau meine Rede. Machen wir so. So, wir brauchen zuallererst, nee, so viel brauchen wir gar nicht. Das reicht vollkommen aus. 1, 2, 3, 4. Ja, ich brauche mal alles geil. Was mache ich? Eigentlich könnte ich das direkt. Nee, ich kann es direkt so machen. Ich brauche das alles hier gar nicht. Ich kann alles weg. Was tue ich hier gerade? Nee, ist alles korrekt. Alles korrekt. Okay. Lass mich kurz überlegen. Wie bin ich hergekommen? Gut, ich muss trotzdem alles abbauen. Verdammte Scheiße. Ich versuche jetzt mal den Tisch ein bisschen tiefer zu bekommen. Betonung auf versuchen und ein bisschen. Gibt's keine Äxte? Da ist eine Äxte. So. Meine Idee ist jetzt folgende. Du nach da, mit und da Crimson. Ich brauche drei Stück. Dankeschön. Du nach da. Und ihr kommt jetzt nach da und nach da. So. Kann man das kombinieren? Oh, okay, es bleiben gefärbte Dinger, aber der Farbwert an sich wird nicht übernommen. Deswegen werden die Dinger danach einfach auf dem Nullwert zurückgesetzt, was weiß es. Lol. Ja, gut. Gut zu wissen. Ich brauche jetzt die Dinger. Nein, da. So. Da kommt einer gegen die Decke. Hat ja gut funktioniert. Dann halt nicht. Dann kommst du halt. Ich muss sowieso gucken, dass sie richtig rum ausgerichtet sind. Kann ich dich irgendwo gegenklatschen? Mann. Digga. Irgendwann klatsche ich kriege gleich eine. Es gibt irgendwas, wo ich das gegenklatschen kann. Danke. So bescheuert. Ah, Mann, ey. So, du kopieren. Danke. Jetzt du abbauen. Wo bist du? Da bist du. Jetzt baue ich gleich ganz Haus ab. Ich wusste es. Gut. Hoffentlich denke ich dran, Dinge zurückzusetzen. Also zurück zu da hinten. So, wenn ich jetzt dich da ran klatsche. Gut, dann bleibst du erstmal da. Dann repariere ich mal kurz das Haus. Dich kopieren. Jawohl. Richtig? Ja, sieht richtig aus. Okay. So, jetzt muss ich dich dann erstmal rotieren. Das ist noch falsch. Das richtig, genau. Okay. Kopieren. Einfügen, 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 einfügen. Einfügen, einfügen. Einfügen, 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 einfügen. Ja, jetzt ist das quasi so ein Tisch, der einfach so aufgebockt auf so einem Bock bockt. So, also gucken, wie das jetzt aussieht. Bestimmt noch genauso scheiße wie davor. Das war falsch. Ja, doch, das sieht viel besser aus.
Man muss sich zwar sehr stark nach vorne beugen. Es wäre halt schön, wenn man das hier so in der Mitte machen könnte. Aber das ist wieder einfach, das ist wieder einfach zu eng. Wobei ich könnte gucken, ob es hier so eine Hallenplatten gibt. Weil ich bräuchte dann hier bei der Ecke bräuchte ich dann eine Viertelplatte. Und spätestens die gibt's nicht. Ja, nee. Muss das erstmal so bleiben. So, kann ich die jetzt einfärben? Ach, die unterstützen bestimmte Farben. Oh, wow. Oh, das ist ja hässlich. Dann bleiben sie weiß. Passt immer noch zu den Wänden, von daher geht das so. Dann bleiben sie weiß. Okay. Die Frage ist, ich wollte eigentlich auch eine Computerecke machen. Vielleicht wäre es doch günstiger, wenn ich dich so und dich so mache. Da kann man da an die Wand einen Fernseher klatschen. Ist das gut? Da einen Fernseher hin. Kommt man hier so rein ins Haus? Da der Fernseher. Gucken wir nächste Folge. Bis dann.